Moin Leute! Ey, was sind Cluster eigentlich für Dinger? Cluster sind Netzwerke aus Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Institutionen derselben Branche. In einem Cluster befinden sich also viele Unternehmen aus demselben Bereich am selben Standort. Dazu kommen dann noch andere Einrichtungen, die irgendwie mit der Branche zu tun haben. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, welche Gruppen sich an Clustern beteiligen. Ganz wichtig sind erstmal Großunternehmen. Zum Beispiel zwei große Automobilkonzerne. Die teilen sich hier den Standort. Die Großunternehmen sind quasi der Kern. Sie haben eine Menge Geld zur Verfügung und bieten viele Arbeitsplätze. Sie ziehen deshalb andere Akteure an. Zum Beispiel Zulieferer. Für die Autohersteller sind das zum Beispiel Hersteller von Reifen, von Autolack oder Karosserien. Neben den Zulieferern gibt es viele unternehmensbezogene Dienstleister. Zum Beispiel ein Logistikunternehmen oder Ingenieurbüros. Andere Akteure sind Hochschulen. Die Fachhochschulen und Unis arbeiten dann eng mit den Unternehmen zusammen und forschen an branchenrelevanten Dingen. Für Studenten ist es einfacher, Praktika in den Unternehmen zu machen und in den ansässigen Unternehmen ihre Masterarbeit zu schreiben. Wichtig sind auch andere Forschungseinrichtungen. Sowas wie ein Prüflabor für Fahrzeuge mit einer Teststrecke. Okay, und wieso wollen die Beteiligten eigentlich so ein Cluster bilden? Dazu könnt ihr euch drei Begriffe merken: Synergieeffekte, Agglomerationsvorteile und Fühlungsvorteile. Akteure von Clustern wollen Synergieeffekte ausnutzen. Das heißt, die Beteiligten wollen jeweils Vorteile durch die gegenseitige Zusammenarbeit bekommen. Quasi Win-Win-Situation zwischen den Unternehmen. Ein anderer wichtiger Begriff in dem Zusammenhang ist Agglomerationsvorteile. Agglomerationsvorteile sind Vorteile, die durch die räumliche Nähe von Unternehmen entstehen. Darunter könnt ihr quasi alle Vorteile, die ein Cluster mit sich bringt, zusammenfassen. Okay, der letzte Begriff ist Fühlungsvorteile. Ein Fühlungsvorteil besteht, wenn Gruppen in einem Cluster durch die räumliche Nähe besser Kontakt zueinander aufnehmen können. Angenommen, in unserem Automobilcluster gibt es eine gemeinsame Kantine. Jetzt begegnen sich beim Mittagessen Jörg, der Leiter der Forschungsabteilung von dem Autoreifenhersteller, und Gisbert, der Professor für Werkstoffkunde von der ansässigen Fachhochschule. Jetzt meint Jörg vom Reifenhersteller: Hey du, Gisbert, wir haben vor, das Gummi für unsere Reifen mit Affenscheiß zu strecken. Könnt ihr da nicht mal eine Forschungsarbeit drüber schreiben? Die finanzieren wir dann auch. Gisbert braucht sowieso immer Gelder für seine Hochschule. Deshalb sagt er freudig zu. Die Begegnung wäre nicht entstanden, wenn die Fachhochschule nicht auch in dem Cluster wäre. In einem Cluster gibt's dann halt öfter solche Begegnungen wie in der Kantine. Sowas ist dann ein Fühlungsvorteil. Fühlungsvorteile sind übrigens klassische weiche Standortfaktoren, weil man sie schlecht messen kann. Okay, ein Ding haben wir noch für euch. Bei Clustern ist ein großer Vorteil, dass große Teile der gesamten Wertschöpfungskette an einem Standort versammelt sind. Hierzu noch ein Beispiel aus dem Automobilcluster. Hier haben wir mal einen Teil einer Wertschöpfungskette von einem Auto dargestellt. Nehmen wir mal an, wir haben in einem Cluster einen Reifenzulieferer, einen Autohersteller und ein Autohaus. Das Autohaus bekommt jetzt von seinen Kunden zu hören: Passt auf, das Auto ist saugeil, aber die Reifen sind wie Affenscheiße. Jetzt kann der Typ vom Autohaus sich direkt mit dem Reifenzulieferer austauschen. Der Reifenzulieferer kann dann ganz schnell reagieren und seine Reifen verbessern. Dann liefert der Reifenhersteller ganz schnell die neuen Reifen an den Autohersteller. Die Wege dazwischen sind ja kurz. Der Autohersteller kann das fertige Auto mit dem guten Gummireifen dann auch ganz fix zum Verkäufer bringen. Jetzt ist der Kunde glücklich. Die Änderungsvorschläge vom Kunden können also ganz schnell umgesetzt werden, weil die einzelnen Akteure räumlich so gut vernetzt sind. Okay, merkt euch also: Ein Cluster ist ein Netzwerk aus Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und anderen Institutionen derselben Branche. Die Unternehmen und Einrichtungen können durch die räumliche Nähe an dem Standort dann Synergieeffekte erzielen und Agglomerations- und Fühlungsvorteile für sich nutzen. Außerdem können sich die einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette besser miteinander austauschen. Ein Cluster bietet also viele Standortvorteile, aber auch großen Wettbewerb. Damit das alles in der nächsten Klausur perfekt sitzt, kommt direkt auf thesimpleclub.de und auf unsere App. Dort haben wir euch perfekt zu diesem Video Übungsaufgaben erstellt. Bis gleich dort!